hören sie auch immer Weltuntergang, Apokalypse, demografischer Wandel und Finanzkrise. Haben Sie Geld übrig und wissen nicht, wohin damit? Kommen Sie zu uns. Kommen Sie nach Dangast. Die Kurverwaltung und Wüstenimmobilien können Ihnen helfen. Ja, zeigen Sie Mut. Bitte zeigen Sie Mut. Ich meine, die Maya-Tempel. Glaubt denn wirklich irgendjemand im Ernst, die alten Maya hätten diese monumentalen Bauten in Angriff genommen, wenn die Maya permanent Angst vor der mayonesischen Naturschutzgesetzgebung oder einer Bürgerinitiative gehabt hätten? Nein. Oder? Oder? Und deswegen fangen wir jetzt hier in Farel an, in ganz großen Maßstab zu denken. In ganz großen Maßstab. Nicht kleckern, sondern klotzen. Der Kolos von Rhodos, die hängenden Gärten von Babylon, Atlantis. Wir orientieren uns ab sofort an den Best-Practice-Beispielen der ganz großen Vorbilder. Schauen wir in die Zukunft. Schauen wir in die Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2050. Dieses Fleckchen Erde wurde weiterentwickelt zu einem touristischen Paradies. Zu einem Garten Eden 2.0. All eure Sehnsüchte und Träume werden in Erfüllung gehen. Jawohl, jawohl. Mit ihren Investitionen, liebe Damen und Herren, machen wir den Jadebusen und das Weltnaturerbe in einer ganz neuen Dimension erlebbar. Schließen Sie die Augen. Träumen Sie. Ja, auch Sie. Schließen Sie die Augen und träumen Sie. Vergessen Sie Ebbe und Flut. Vergessen Sie schreiende, schlickverschmierte Unterschichtenkinder. Ja, das ist die Wahrheit. Unsere Maßnahmen zielen einzig und allein auf die wohlhabenden Best-Ager. Wir machen den Jadebusen Thiele unabhängig. Wir errichten zwischen Wilhelmshaven und Eckbaden ein gigantisches Sperrwerk. Wir legen das Schlickloch trocken. Wir gewinnen so ratzfatz 19.000 Hektar besten Baulandes. Hier entstehen dann zwischen pflegeleichten Grünanlagen und künstlichen türkisblauen Wasserflächen Hotel- und Apartmentanlagen. Nicht mit 1.000, nicht mit 2.000, nicht mit 20.000, sondern mit 380.000 Betten in Form dieser niedlichen kleinen Ritterhäuschen. Jawohl, das ist geil! Entschuldigung. 380.000 Betten. Bei allein 180 Auslastungstagen im Jahr und dem derzeitigen Kurbeitrag macht das Mehreinnahmen von 171 Millionen Euro. 171 Millionen Euro pro Jahr. Klingt ja alles sehr interessant, aber eine Frage hätte ich da. Ist für so eine Anlage die Urlaubssaison nicht viel zu kurz? Was tun Sie denn für die Saisonverlängerung? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Wir werden das gesamte Areal überdachen. Nie wieder Schiefwetter, kein Nieselregen, keine eisigen Windböen, die unseren Gästen die Zweitfrisur versaut. Ja. Es herrschen 377 Tage im Jahr konstant 26 Grad Lufttemperatur. Das ist doch was, oder? Und das Beste, nach den erfolgreichen Versuchen in den letzten beiden Jahren, werden wir im gesamten Bereich Palmen pflanzen. Palmen, soweit das Auge reicht. Wir kommen hier übrigens der Forderung der grünen Fraktion im Stadtrat nach und verwenden ausschließlich in Indien von Kinderhand gefertigte Kunststoffpalmen aus Polyethylen. Das ist wirtschaftlich, das ist nachhaltig, das ist sozial. Das schafft letztendlich das perfekte Südsee-Feeling für die vom Feierabend gestressten Kleinstädter. Ja!
Vielen Dank. Noch eine Frage, bitte. Aber sind das nicht gigantische Investitionssummen? Wie wollen Sie das denn finanzieren? Ja, gut. Für Lau ist das nicht zu haben, nicht wahr? Ich kann Ihnen so viel schon verraten. Ich habe bereits erste Gespräche mit der Schwester der Ausgiftsförderin bei der N-Bank in Hannover geführt und eine quasi semi-wasserdichte Zusage über einen besonders günstigen Zinssatz von 20,3% bekommen. Und ich finde, dafür hätte ich auch mal einen Applaus verdient, oder? Ja, noch eine Frage, bitte. Das ist eine berechtigte Frage. Und ganz ehrlich, diese Frage macht mich betroffen. Diese Frage zeigt mir ihre ganz persönlichen Ängste und Befürchtungen. Und ich finde das ganz schlimm. Ich meine, Sie als Investoren, ja, die hier mit Ihrem Geld für Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft sorgen wollen, ja, Sie sind wie Scheuerien. Fragt man nach Ihrem Namen oder lauter Protest, das alles verschreckt Sie doch. Ich verstehe Sie. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja, no. Wie war nochmal die Frage? Ach ja, die Einheimischen. Seien Sie unbesorgt, dass mit Baubeginn 2014, spätestens mit der Fertigstellung 2015, alle Einheimischen, alle sogenannten Einheimischen in Gebiete im Raum Mecklenburg umgesiedelt werden. Ja, keine Sorge. Für das authentische Urlaubsgefühl haben wir bereits eine Schar von Kleindarstellern engagiert, die für unsere Gäste die Dannaster Urbevölkerung darstellen. Unter uns, die beiden, die Kapitän Tapkin und Konstanze Ratzel spielen, haben wir günstig aus einer Geisterbahninsolvenz aufkaufen können. Die Umweltverträglichkeit. Ich kann Ihnen so viel sagen, wir haben uns über alles Gedanken gemacht. Ich habe gerade eben noch mit dem Bürgermeister telefoniert und er hat mir sozusagen die Hand versprochen, dass als Ausgleichsflächen die Ortsteile Büppel, Altürden und Winkelzeile geflutet werden.